Im Fall der seit 1986 vermissten Heike H. aus Selbitz finden am Samstag seit den frühen Morgenstunden Grabungsarbeiten an der Staatsstraße zwischen Naila und Max Grün statt. Die TU München hilft bei der Suche nach menschlichen Überresten mit. Also im Rahmen der Anfrage der Staatsanwaltschaft haben wir seit einem halben Jahr hier schon Aktivitäten bei der Untersuchung dieses Abschnitts der Staatsstraße. Da sind von uns jetzt drei unterschiedliche Techniken eingesetzt worden. Wir haben auch am Anfang zusammengearbeitet mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalschutz. Und die Techniken, die wir angewendet haben, das war im Wesentlichen das Bodenradar, die Ultraschalltechnik und die Videoendoskopie. Also das Bodenradar ist in der Lage, von der Oberfläche aus scannend eingesetzt zu werden. Man kann also einen bestimmten Bereich relativ schnell untersuchen, bis in der Tiefe von mehreren Metern, wenn man die geeigneten Antennen einsetzt. Und die Ergebnisse, die wir dadurch bekommen, die zeigen uns, ob der Aufbau jetzt zum Beispiel unter der Straße homogen ist, ob das alles so ist, wie das eigentlich ausgeführt sein soll, oder ob dort irgendwelche Störkörper liegen. Okay, und es gab ja schon mal Untersuchungen hier vor Ort, da waren Sie auch beteiligt. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, das waren also unsere Vorabuntersuchungen. Wir haben da auch zusammengearbeitet mit den Spürhunden. Und da konnten wir einen Bereich eingrenzen, der jetzt zurzeit heute hier näher untersucht wird. Also wir haben jetzt angefangen, den Bereich der Straße zu öffnen, indem wir eine Anomalie entdeckt haben mit unseren Techniken. Die Anomalie hat eine sehr ungewöhnliche Form, ist auch etwas, was man nicht unter einer Staatsstraße erwarten würde. Und deswegen sind wir seit den Morgenstunden dabei, das vorsichtig zu öffnen. Und werden da jetzt nachschauen, um was es sich bei der Anomalie handelt. Wir haben jetzt also schon den oberen Teil abgetragen und sehen, dass also die Ergebnisse jetzt des Befundes sehr gut übereinstimmen mit dem, was unsere Messtechnik gesehen hat. Wir haben aber bislang noch keine weiteren Anhaltspunkte für irgendwelche Befunde. Könntest du irgendwelche Prognosen geben? Also ich habe das Gefühl, dass wir hier wahrscheinlich nichts mehr finden werden. Aber Gefühle können einen immer täuschen. Also wir werden tatsächlich erst hier weggehen und das wieder zumachen, wenn wir alle Möglichkeiten in der Umgebung auch abgesucht haben und uns sicher sind, dass in dem Bereich jetzt hier tatsächlich keine Person verborgen liegt. Aufgrund von aktuellen Ermittlungsergebnissen der Kripo Hof wurde entschieden, einen Bereich der Staatsstraße 2195 am Samstag aufzugraben. Je nach Bodenbeschaffenheit wird mit Bagger, Presslufthammer oder auch mit den bloßen Händen das Erdreich abgetragen. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, aber bislang ist zumindest aus kriminalpolizeilicher Sicht ist man noch auf keinen relevanten Bereich gestoßen. Schon seit dem vergangenen Jahr führen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der damals 18-Jährigen durch. Das war im Jahr 1986, im November ist die Frau damals spurlos verschwunden. Und trotz damaliger kriminalpolizeilicher Ermittlungen ist ihr Verbleib letztendlich ungewiss. Und in diesem Zusammenhang sind vergangenes Jahr Ermittlungen wieder aufgenommen worden. Und es haben sich Erkenntnisse ergeben, dass ihr Verschwinden möglicherweise mit einem Bauarbeiten in Verbindung stehen könnte, die damals hier auf der Staatsstraße stattgefunden haben. Haben Sie schon Erkenntnisse darüber, warum damals nicht von der Polizei diese Hypothese aufgestellt wurde? Es sind damals bereits umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen durchgeführt worden. Was das jetzt im Einzelnen war, habe ich keine detaillierte Kenntnis. Aber sicher sind damals auch schon die damaligen Erkenntnisse mit eingeflossen in die Maßnahmen. Warum hat denn die Polizei, obwohl die Stelle hier sehr viel befahren ist, zuletzt oder in den vergangenen 12 Monaten wenig darüber gesagt, obwohl das für viel Aufsehen gesorgt hat? Man muss natürlich sagen, bevor man offensiv mit Informationen rausgeht, müssen diese Erkenntnisse auch erst einmal verifiziert werden. Deswegen auch diese, sage ich mal, noch relativ ungewöhnlichen Methoden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und erst wenn da der Zeitpunkt auch der richtige ist, kann man natürlich auch offensiv mit den Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen. Und man muss bedenken, dass das sicher nicht die einzigen Maßnahmen sind, die in den vergangenen Monaten ergriffen worden sind. Es gibt wesentlich weniger öffentlichkeitswirksame, die einfach ganz wesentlich aber auch sind, um
fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Ermittlungen zu machen, die dann auch, mit denen man dann auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Die Grabungsarbeiten werden am Sonntag fortgesetzt. Je nachdem, ob etwas gefunden wird, entscheiden die Ermittler, wie sie in dem Fall Heike H. weiterverfahren wollen.